Versuch Nummer 2. Willkommen zu einer neuen Folge oder zu einer weiteren Folge von meinem kleinen Handarbeitstagebuch oder Handarbeitspodcast Paddys Wollzeit. Mein Name ist Patricia und ich möchte dir gerne zeigen, was ich so nicht diesen in den letzten ja fast 3 Wochen alles gehandarbeitet habe. Ja, das hat jetzt wieder fast 3 Wochen gedauert oder sagen wir gute 2 Wochen auf jeden Fall. Ich habe es jetzt nicht wirklich gerade auf dem Schirm. Lag einfach daran, dass ich auch zwischendurch mal gern draußen bin oder auch mal im Garten ein bisschen was werkeln. Und auch der Pollenflug ärgert mich ziemlich. Da bin ich manchmal auch ziemlich, wie heißt es so schön, Matsch im Hirn oder Hirnmatsch. Also strengt an, sozusagen einen Dauerschnupfen ständig zu haben. Und von daher ist jetzt, es ist zwar was passiert, bisschen was gehandarbeitet, aber jetzt nicht übermäßig viel oder ja, und ich habe gedacht, ich melde mich einfach mal zwischendurch und zeige, was ich einfach so gemacht habe. Ja, ich würde vorschlagen, legen wir los. Und ich habe natürlich was fertig bekommen, das war mir auch wichtig. Und sonst habe ich eigentlich nur 2 Fortschritte. Also es wird keine mega lange Folge heute, also vielleicht so eine Viertelstunde, 20 Minuten, wenn überhaupt. Mal schauen, das sehen wir dann. Jo, aber ich würde vorschlagen, lege mal mit dem los, was fertig geworden ist. Jetzt soll ich noch schön die Banderolen raus, dass ich es zeigen kann. Was fertig geworden ist, sind Socken. Und die haben in der Tasche hier gewohnt, von der Elli. Ja, und liebe Elli, ich wollte dir nochmal Dankeschön sagen für das ganz tolle Geschenk. Die Tasche, die reißt bei mir eigentlich immer mit, egal wo ich hingehe, wenn wir irgendwelche Ausflüge am Bodensee runter machen, um einfach mal die Batterien wieder aufzuladen oder sonst irgendwie. Die Tasche habe ich immer dabei, da sind immer Stricknadeln drin und immer Sockenprojekt meistens. Weil durch den Kordelzug, wo da ist, das kann man halt ganz einfach ganz toll nehmen und mitnehmen. Da ist dann nachher oft nur das Handy mit drin und oft baumelt die dann nachher bloß so bei mir in der Bett dran. Und ja, also das ist so eine Klasse, so ein klasse Beutel. Total schön. Ja, und die Schwimmmaschine, die läuft halt nebenher, ist halt Alltag. Ja, wir haben heute, apropos den 1. Mai, also Mai-Feiertag, vielleicht unternehmt er ja heute noch was zusammen, dass er vielleicht zusammen spazieren geht oder eine Wanderung macht oder ja. Also bei uns ist es heute ziemlich trüb und kalt und regnerisch und alles andere als schön draußen. Ja, Socken, so warmer. Also, fertig geworden sind meine Regenbogensocken mit Sockenbrett. Ich habe mir Sockenbretter gegönnt. Und also ein ganzer Schwung voll Sockenbretter, meine Nase kribbelt. Und ja, genau. Die Socken sind also ein Regenbogensocken. Die Socken selber sind von online, die Linie 12. Und das ist der Verlauf hier, also so wie bei mir. Und hat eine Zusammensetzung 75, 25, Polyamid 25, 75 Schuhwolle, aber so ganz weich, also ich glaube so Merino-Wolle. Ich habe oben ein Bündchen in Weiß und unten habe ich extra mit eingesetzt. Erkläre ich gleich noch was dazu. Ich habe mit Nadelspiel 2,25 habe ich angefangen, das Bündchen zu machen mit jeweils 18 Maschen pro Nadel. Und wenn ich näher hinkomme, man sieht, das Maschenbild ist sehr unregelmäßig. Hab dann nachher gewechselt, also das Bündchen hat, weiß gar nicht wie viel, 3 cm oder so ungefähr. Ich habe ein Maßband hier.
Kann ich gerade mal gucken. Ich weiß es nämlich nicht auswendig, wie viel ich gemacht habe. Das ist immer unterschiedlich. Einmal mache ich ein bisschen mehr, andere mal wieder ein bisschen weniger. Ja, 3,5 cm. Bündchen im 2-rechts-2-links-Muster. Und man sieht tatsächlich doch das Ungenaue. Oder auf der Seite sieht man es, glaube ich, sogar noch besser. Dann habe ich ein 5-rechts-1-links Schaft gemacht. Eine verstärkte Käppchenferse, so wie ich sie immer mache, mit einem verstärkten Käppchen. Den Fuß in glatt rechts und oben das Muster 5 rechts 1 links weitergeführt und mal wieder eine ganz normale Bändchenspitze. Und das Lustige ist, beim zweiten habe ich nicht so viel Grün verbraucht wie beim ersten und ich habe die letzten 10 Maschen, glaube ich. 5, 5. Ich glaube, die letzten 10 Maschen jeweils mit dem Maschenstich zusammengenäht. Und ich finde, das sieht sauber aus. Das kann man so lassen. Das ist okay so. Es sind nur Socken. Und Socken sind da, dass man sie an die Füße trägt. Und ja, also ich finde es okay. Die Socken selber habe ich danach mit einem 2,5er-Nadelspiel von Zing gestrickt. Und angefangen mit dem Bündchen habe ich mit der Regia Schachenmeier. So wie sich es herausgestellt hat, es gibt ja verschiedene, oder die werden verschieden hergestellt, die Regias. Einmal habe ich hier das Garn ist aus Rumänien hergestellt oder in Rumänien. Die lassen das in Rumänien, Italien und Türkei, was ich weiß, lassen die das Garn herstellen. Und von daher auch unterschiedlich ist tatsächlich die Qualität. Also das muss ich tatsächlich feststellen. Im ersten Moment sieht man das zwar nicht so, wenn ich jetzt mal gerade so ein Garn auf die Hand oder auf den Finger nehme und versuche das mal in die Kamera zu halten. Ich weiß nicht, das ist. So erkennt man es vielleicht ein Ticken, aber beim Stricken vermerke ich den Unterschied tatsächlich. Das Garn ist tatsächlich aus Rumänien, also das steht auch hier. Da steht zum Beispiel Romania. Und das Garn hier ist tatsächlich von der Qualität her dicker und das ist in Made in Italy, also in Italien hergestellt. Und ich habe das tatsächlich auch beim Stricken gemerkt. Ich habe hier, das habe ich ja schon gesagt, ein unregelmäßigeres Maschenbett. Ich bin auf Nadelstärke 2,25 runtergegangen und ich hatte trotzdem ein unsauberes Maschenbild. Man erkennt es auch. Hier habe ich ein viel gleichmäßigeres, regelmäßigeres, schöneres Maschenbild. Und das ist einfach hier nicht gegeben. Also, und auch das Bündchen. Ja. Hätte ich eine Zweiernadel gehabt, wäre ich wahrscheinlich auf eine Zweier runtergegangen. Aber habe ich nicht. So habe ich das Bündchen mit einer 2,25er gestrickt. Das ist okay. Aber werde ich in Zukunft wohl ein bisschen mehr drauf achte. Hinten, den Fersen, oder halt die Kappe selber, habe ich ja mit dem aus Italien und da muss ich sagen, das ist auch genau das Grün, also so kommt es in echt auch rüber. Es ist qualitativ hochwertiger, also das habe ich locker mit der 2,25er, 2,5er stricken können, ging einwandfrei, also ganz gut. Ja, beim letzten Mal war ich wie gesagt hier, bei dem hier, da kam das alles dazu, das ist eine Schuhgröße 5, ja hier steht 44, 45. Aber wenn ich es ziehe, hat noch Platz. Also fast nicht 46, 5,46. Und bei dem Sockel war ich hier, da hängt der weiße Marker. Der ganze Sockel praktisch gestrickt. Das ist das, was fertig geworden ist an Arbeit. Und jetzt kann ich es ja endlich dann mal waschen. Und in die Sockenbox reintun.
Genau, so viel dazu. Also es hat total Spaß gemacht, die zum Stricken. Das auf jeden Fall. Aber es ist halt ärgerlich, wenn man merkt, man fängt erst mit einer zweieinhalber, aber ich bin es gewohnt, die Socken mit einem zweieinhalber, entweder Nadelspiel oder Magic Loop zu stricken. Achso, eine Socke habe ich Magic Loop, der andere mit dem Nadelspiel. Und wo der dann eine fertig war, habe ich den nachher auch aufs Magic Loop, den nachher glaube ich gewechselt. Irgendwie so. Und wenn man halt einfach sieht, dass das Maschenbild nicht so ist, wie es einem gefällt, und man dann nachher nochmal anfängt und ja, kann man nichts machen, ist halt einfach so. Ja. Aber wichtig ist, dass die fertig sind und dass die dann nachher in die Wäsche können. Jo, so viel dazu. Na klar, wenn eine Socke fertig ist, dann musst du nächstes Jahr auf die Nadeln, würde ich sagen. Und da habe ich angefangen. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich denken, hä? Was macht denn die da für einen Blödsinn? Ich stricke erstens mal Sneakers. Das ist ein Baumwoll-Polygarn, keine Ahnung, wo ich das her habe. Ey, hier in der Kamera kommt das Grün ja richtig raus. Cool. Wenn ich Bilder mache, kommt das Grün total verfälscht raus. Da ist es mehr so ein Blau. Nee, das ist tatsächlich so ein Grün. Und ich habe das angefangen. Das wird auch eine Schuhgröße für meinen Sohn, also 5,46. Und das sind Sneakers, die ich für ihn stricke. Und ich habe mit einem Nadelspiel 2,25 angefangen, 18 Maschen pro Nadel. Einfach, dass es ein wenig enger am Fuß ist. Ich habe den Schaft komplett, also 5 cm im 2 rechts, 2 links Bündchen gestrickt. Oben 3 Runden ungefähr in glatt rechts, sodass es ein Mini-Rollbündchen gibt. Dann meine verstärkte Käppchenferse, alles in 2,25. Hab dann umgewechselt auf 2,5 und die Spickelabnahmen so gestrickt, genau. Dann habe ich gedacht, so und jetzt stricke ich hier mit 2,5 weiter. Aber da war das Maschenbild nachher einfach nicht so schön. Und dann habe ich, weiß nicht, ob ihr das wirklich so gut erkennt, dann bin ich hingegangen und habe dann nachher, ja, so ein bisschen erkennt man es. Dann bin ich hingegangen und habe dann nachher die Nadelstärke 2,25er mit einspielen lassen. Und jetzt habe ich einfach dadurch ein sauberes Strickbild. Also dadurch ist es jetzt einfach schöner, finde ich. Ich habe 3 Nadeln in 2,5 und 2 Nadeln in 2,25 drin. Jetzt muss ich kurz unterbrechen, muss genießen. Ja, und dadurch finde ich einfach das Strichbild sehr schön damit jetzt inzwischen. Und das macht auch Spaß. Das ist ein vierfädiges Garn und eins davon läuft eben so schön in den bunten Farben mit. Und das macht wirklich Spaß zum Stricken. Ja, keine Ahnung, wo ich das mal her habe. Meine Rolle war nicht mehr dabei. Liegt auch schon, das ist gut abgelagert. Ich glaube, 2 Jahre oder so liegt es schon bei mir rum. Und ich weiß nur noch, das war eben so ein Baumwoll-Pulli-Gemisch. Und das sind die meisten Bobbles, wo ich habe. Nein, ich dachte nachher, ist das gerade gut. Für so Sneakersocken für den Sommer. Vor allem finde ich die Farbe einfach so toll. Jo. So viel dazu. Das ist das neue Paar Socken, was ich auf den Nadeln habe. Da mache ich jetzt auch nachher gleich den Markierer rein, dass man dann nachher wisst, wo ich beim letzten Mal war. Ja, schauen, ob es gleich rein will, sonst mache ich es nachher. Na doch, geht sogar gleich rein. Prima. So, Marker drin.
Dann habe ich jetzt eigentlich nur noch eins auf den Nadeln, wo ich weiter gestrickt habe. Es sieht zwar nicht nach so viel aus, aber es sind sehr viele Links. Also die Rückreihe, die linke Reihe ist schon ziemlich und also es hat ziemlich viele Maschen und das dauert, bis ich so eine Rückreihe habe. Also wir machen linke Maschen in dem Sinn jetzt nicht so viel aus, aber es dauert halt, bis man die einfach gestrickt hat. Ja, wovon spricht sie denn? Vom Fred. Eine Kaufanleitung von Astrid Müller. Das ist eine Jacke mit Kapuze. Da habe ich gerade bei den anderen drin. Okay. Die Jacke stricke ich, das zeige ich gerade zuerst mal die Wolle, aus der Finkhof Dünn. Das zeige ich gerade noch schön das Schild und dann zeige ich die Wolle nochmal im Genauen. Das ist das Label. Das ist ja die Schäfereigenossenschaft. Die ist ja bei mir eigentlich gleich um die Ecke. Mit dem Auto paar Minuten, gute 5 Minuten oder so, danach bin ich schon am Finkhof. Also Arnach ist nicht weit weg von mir. Und da habe ich mir die Schurwolle gekauft in Braun, die dünn. Die hat 300 Meter Lauflänge auf 100 Gramm. Und upsa, die Anleit. Ja, die Wolle machen wir zuerst so. Also, ich bin schon ein bisschen raus aus dem Ausmaß. Vom Aufnehmen nach. Jo. Das ist alles eine Farbe, nur in der Kamera ist halt das Braun anders. Aber es ist wirklich alles eine Farbe. Also das ist die Farbe von hier oben. Dann kommt es hier unten anders darüber. Man fängt praktisch um mit der Mütze an. Mit dem Magic Cast On. Man strickt dann gleich die Blende mit an. Man sieht es hier so schön auf der Rückseite, dass man die Blende gleich mit anstrickt. Und wenn man eben eine gewisse Maschenanzahl und eine gewisse Länge hat, strickt man das Bündchen. Moment, jetzt ziehe ich das dann mal ein wenig zusammen. Und da war ich letztes Mal hier. Und da habe ich dann halt angefangen, das Bündchen zu stricken. Und nach dem Bündchen teilt man praktisch die Maschen ein. Und schön schwierig zum zeigen. Hier, sowieso bei der Farbe. Ich schaue, wie ich das zeige. Schwierig zum zeigen. Ihr müsst euch vorstellen, praktisch hier in der, da wo die zwei Marker sind. Der hier und der da. Ja, das Garn ist einfach nicht geeignet. Hier hat man praktisch einen Glattrechtsteil, der geht praktisch so über die bis zu den Schultern. Also und der komplette Rücken hinten so runter. Oh, bis. Praktisch wie so eine Raglan-Linie, so ähnlich, ähnlich. Von hier geht er dann nachher so schräg runter. Und hier in den Ärmel, man kann es erahnen, hier die Linie hier. Und hier kann man die Linie erahnen. Ja, so sieht man die Linie. Und hier, von hier praktisch bis hierhin, ist. Jetzt stiche ich mir bei no, die Augen aus hier, Heidenei. Ist praktisch der Ärmelteil von hier bis hier. Da strickt man eben ein versetztes Muster, aber das erkennt man hier bei der braunen Wolle einfach nicht.
Und hier, das wird ja nachher vorne, also von hier praktisch geht es dann nachher nochmal so geradeaus, also rechte Maschen. Und mit der Blende dann nachher, also das hier ist die Blende dann nachher nochmal gestrickt. Hier ist der gerade Teil. Und hier ein einfaches versetztes Muster. Aber mit der braunen Wolle, man sieht es halt einfach wirklich nicht. Schaut mal am besten die Anleitung bei Reverie an. Das ist eine Kaufanleitung, wie gesagt, von der Astrid Müller. Fred heißt die Jacke und die wird, wie gesagt, von hier oben nach unten gestrickt. Und man kann es halt, ja, tut mir leid, echt nicht erkennen. Vielleicht erahnt er deswegen so die versetzten Maschen. Nee, Rückseite erkennt man es auch nicht. Also wenn ich sehe, ich weiß, wo sie sind, aber in der Kamera hier zum Beispiel ist eine so eine linke. Ja. Nee, also man kann es nicht erkennen. Auf jeden Fall, das geht dann nachher. Das ist die Jacke, die ich mache hier, die da. Und das Muster geht dann nachher praktisch hier am Arm entlang. Und hier vom Rücken praktisch, wo die Mütze ist, geht es dann nachher so schräg runter. Und hier auf der anderen Seite auch so schräg runter. Und in der Schräge drin sind eben das Muster. Und in der Mitte dann nachher wie so ein langes Dreieck, dann nachher praktisch so in der Art, wird dann nachher eben glatt rechts. Also in der Mitte ist es dann nachher glatt rechts gestrickt. Und vorne ist es dann nachher auch so. Wenn das praktisch. So vorne dran ist. Hier erkennt man es auch, wenn ich das jetzt so hinhebe ein bisschen, dass es hier die Linie praktisch ist, wo dann nachher das Muster ist. Hier ist es glatt rechts und da ist dann nachher gleich die Blende mit eingestrickt. Und das Ärmelmuster ist, dafür muss ich es von der Anleitung verraten. Probiere ich es mal irgendwie ein bisschen zu zeigen. So, das ist das Ärmelmuster praktisch. Das ist das, was man bei mir nicht sieht. Ja, also da muss ich jetzt noch ein ganzes Stück dran stricken. Das wiederholt sich jetzt einfach, bis ich die Arme abteilen kann. Und danach die Arme selber werden dann nachher in dem Muster einfach gestrickt. Und ja, ich denke, wenn das weiter gediehen ist, wenn es mal wirklich größer ist, länger ist, dann nachher wird man auch von dem Muster vielleicht, oder dann erkennt man auch, ja, von dem Muster und auch einfach von der Blende vorne, sieht man es dann nachher einfach besser. Jetzt im Moment, man kann es echt nicht erkennen und das liegt halt einfach daran, man bräuchte ein anderes Garn. Aber ich habe eben die Finkrofolle, die wollte ich eben auch gern verstricken und da mache ich das und das erkennt man jetzt halt leider nicht. Aber wenn ihr schaut bei Reverie, bei der Astrid Müller alias Rubator Design, da findet ihr die Jacke auf jeden Fall. Ja, bei dem Blatt war ich vorher, also ich war gerade am Anfang vom. Also ich hatte gerade die Mütze fertig und war dann noch am Anfang von dem Bündchenmuster. Genau. Jo. Und das war's eigentlich. Mehr habe ich gar nicht zu zeigen. Meine Stola, die ruht halt mal wieder. Ich glaube nicht, dass ich die dieses Jahr noch fertig schaffe. Ist egal. Ich brauche eine Jacke und das ist wichtiger wie alles andere jetzt im Moment. Ich habe nämlich keine einzige gestrickte Jacke und die möchte ich gerne stricken und die brauche ich oder halt ja, möchte ich gern haben und von daher, jo. Also das ist insgesamt. Ja, wie gesagt, ich war ja hier so ein Stück dazukomme. Das ist schon eigentlich ein ziemliches Stück, wenn man überlegt, wie lang das Ding ist. Ich bin auch gerade da mitten in der Runde drin sozusagen. Und es sieht im Moment total unförmig aus.
Aber wenn es mal gestrickt ist, wenn es mal einfach länger ist, dann ist es einfach auch übersichtlicher zum Zeigen. Ja, stricken tue ich das mit einer, das müsste eine Dreier. Genau, mit einer Dreier. Ich habe die Mütze oben angefangen mit einer Vierer. Hab dann nachher mit einer Dreieinhalber die Mütze gestrickt. Bin dann nachher beim Bündchen runter auf die Dreier und damit bin ich jetzt geblieben. Und wie gesagt, das ist wirklich das gleiche Braun. Aber hier in der Kamera kommt es halt anders darüber. Aber es ist tatsächlich die gleiche. Jo. So viel dazu. Und wie gesagt, tut mir leid, dass ich jetzt das nicht hab besser zeigen können. Ja, so ist es halt manchmal. Jo, mehr gibt es eigentlich nicht zum Zeigen. Das war's eigentlich schon wieder von mir. Ich wünsche euch allen jetzt heute noch einen schönen Feiertag oder je nachdem, wenn ihr schaut, ein schönes Wochenende auf jeden Fall. Ach so, genau, das läuft unter dem, ganz vergessen, unter dem Strickschneckentempo-Kai mit der Eva, mit der Strickfreundin von Kunst und Knopfloch, die macht da auch mit. Und darunter läuft die Jacke. Weil da haben wir gesagt, das möchten wir mal beide in einem Schneckentempo stricken. Also jeder in seinem Tempo. Also nicht, dass die Jacke innerhalb von 2 Wochen schon wieder fertig ist. So schnell geht es bei mir nicht. Und ja, das Garn ist ein Non-Superwash-Garn, also das heißt, da ist kein Polyamid oder irgendwas drin, sondern wird nachher eine Handwäsche sein. Und man sieht da ist auch noch ein bisschen so Zeugs drin, so Schmutz drin oder auch dann nachher so Krannenhaare, so dickere einzelne Haare, die da bin ich mit der Pinzette eigentlich immer dran nebenher, das rauszuwurscheln, rauszuzupfeln und ja. Gut, also, dann wünsche ich euch jetzt, wie gesagt, nochmal eine schöne Zeit. Sag lieben Dank fürs Einschalten. Lasst, ja, wie soll ich sagen, verliert nicht den Mut. Und lasst euch trotzdem weiterhin gut gehen. Habt immerhin viel Spaß an den Hobbys, wo ihr habt. Und ja, ich würde sagen, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön fürs Reinschauen, danke für die vielen lieben Nachrichten, für die Abos, die immer wieder mal noch dazukommen. Und ja, wir sehen uns, wenn wir uns sehen. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Video aufnehme. Mal schauen, wie viel, was, wann, wo ich schaffe. Also, bis dann. Tschüss. Jo, jetzt habe ich gerade noch was vergessen. Und zwar, mein Sohn hat mir ein neues Intro gebastelt und mich würde einfach mal eure Meinung interessieren. Schreibt doch einfach mal unten rein, ob ihr das gut findet oder ob ihr sagt, andere war besser. Würde mich einfach interessieren als Meinung. Das habe ich noch vergessen zu sagen. So, jetzt ist aber tatsächlich Schluss. Jetzt habe ich genug gelabert und wünsche euch einfach eine gute Zeit. Bis dann. Ciao.